Vor 10 Jahren starb die Tänzerin und Tanzpädagogin Gret Paluca, die übrigens auch Ehrenbürgerin von Dresden ist. Die von ihr gegründete Schule ist heute die einzige eigenständige Hochschule für Tanz in ganz Deutschland. Am 10. Todestag Palucas dachten ihre Schülerinnen ihrer Schulgründerin und nutzten auch die Gelegenheit, mit ihren Mitteln gegen den Krieg zu protestieren. Tanz für den Frieden. Studenten der Paluca-Schule Dresden nahmen am Sonnabend die aktuelle Situation zum Anlass, um am 10. Todestag ihrer Schulgründerin Gret Paluca Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Eine Stunde lang belebten sie die Räume mit Improvisationstanz. Bernhard Kramer, Robert Kraus und Philipp Krüger nannten ihre Performance Blaue Wunder. Die Idee zu den bewegten Räumen hatte die Professorin für Improvisationstanz Hanne Wandke. Also die Situation war ja vorher schon etwas bedrohlich. Und ich habe von Anfang an gedacht, dass man das irgendwie verknüpfen müsste, den Anlass 10. Todestag von Paluca. Aber dieser Anlass und diese bedrohliche Lage im Vorfeld hatten mich natürlich bewogen, in diese Richtung zu denken. Papierszenen nannten 4 Studenten ihren Beitrag. Die schöpferische Persönlichkeit Palucas prägt bis heute das Profil ihrer Schule. Improvisation, Bühnentanz, Choreografie und Tanzpädagogik werden hier unterrichtet. Dass nicht ausschließlich nur Bedrohliches in den Räumen jetzt zu sehen war, war auch Absicht. Also dass man sagt, die Vögel zwitschern ohnehin weiter, ist denen egal, ob Krieg ist oder Frieden. Oder die Menschen tanzen, obwohl auch Krieg ist. Alles das sollten sie mit bedenken und im Hinterkopf haben und sich verhalten. Einfach auch heitere Situationen abwechseln lassen, wie das Leben ist. Heiter und traurig. In den 10 Tanzsälen der Paluca-Schule, in den Foyers, Treppenhäusern und im Innenhof konnten die Dresdner die Improvisationsbeiträge der Studenten erleben. Ein Vormittag voller Spannung und unterschiedlichster Ideen, der zum Verweilen und Nachdenken anregte. Also ich denke schon, dass das unser Credo ist, dass wir immer wieder auf die kreativen Dinge und die Reaktion auf die Welt und das Weltgeschehen ansprechen und auch Menschen beteiligen. Deshalb kam ich auch auf die Idee, die Leute, die zugeschaut haben, am Ende noch in einer stillen Minute dabei zu haben. Zum Abschluss versammelten sich alle zu einer Schweigeminute vor der Paluca-Schule. Schulgründerin Paluca hat sich selbst nie politisch geäußert, aber sie hat ihren Schülern immer vermittelt, sich kritisch mit ihrer Zeit auseinanderzusetzen. Paluca starb am 22. März 1993. Ihr Grab befindet sich auf dem Inselfriedhof der Gemeinde Kloster auf Hiddensee. Ja, ein wunderschönes Fleckchen Erde, Hiddensee. Vielleicht hat ja der eine oder andere schon ein paar Tage Ausspanne auf der Insel eingeplant.